Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit einer neuen Review für euch. Und ich war heute Nachmittag im neuesten Kino-Sommer-Blockbuster in Twisters. Ja, die Fortsetzung des 1996 erschienenen Twister. Und unglaublich, aber war 28 Jahre später, kommt nun eine Fortsetzung. Und ich höre schon, meine Stimme wird langsam von Minute zu Minute immer schlechter. Ich glaube, ich war mitten im Sturm. Ich hoffe, ich habe kein Corona, denn bei uns auf der Arbeit geht es nämlich gerade rum. Und irgendwie Kopfschmerzen habe ich halt eben und extrem Halsschmerzen. Und ich hoffe jetzt auch, ich bekomme das Video noch ganz fix hin, bevor es dann zu spät ist. Ja, Twisters. Ich habe den Trailer gesehen. Oh Gott, was ist das nur für ein Film? Habe eigentlich da wirklich keine Erwartung an diesen Film gehabt, gebe ich zu. Wirklich keine Erwartungen. Nach der will ich ihn wirklich im Kino sehen. Aber lieber Alex, der mir auch mal die wunderbaren Popcorn einmal mir besorgt, war auch schon in der Preview drin am 17.07. und hat eine Bewertung abgegeben bei WhatsApp. 4 von 5 Punkten. Ich, okay, doch so gut? Okay. Wollen wir es halt mal riskieren. Ne? Und nachmittags habe ich eben noch Zeit gehabt. Bin ich dann, Schatz, ich gehe jetzt noch mal kurz ins Kino. Wenn du nichts dagegen hast, dann natürlich habe ich nichts dagegen. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Immer wollte ich auch mit euch, immer, das ist glaube ich noch kein Film für dich. Und habe mir nun den neuesten Twisters angeguckt. Und ja, war dann doch positiv überrascht. Gut, ich habe auch wirklich keine Erwartung an diesen Film gehabt, was mich erwartet. Und ich glaube, das ist auch gut so, muss ich gestehen. Und ja, der Film geht 123 Minuten, ist schon mal eine recht lange Laufzeit, war auch ein bisschen davon skeptisch, einfach aus dem Grund, nicht, dass du so extrem in die Länge gezogen ist und ist ab 12 Jahren freigegeben, wie auch schon der alte Twister. Ich habe mir vorher den Original-Twist angeguckt von 96 und da muss man ja auch schon sagen, die Effekte wirken an manchen Stellen schon sehr, sehr altbacken. Und auch dieser Film ist auch an manchen Stellen vollkommen übertrieben, vor allem der Schluss. Aber gut, der Film ist unterhalten, tut er auch, aber jetzt auch nicht mehr. Gut, beim neuen Twisters ist es eigentlich genauso ähnlich und Regie führte hier der Lee Isaac Chung. Hat recht wenige Filme gemacht, bisher eigentlich eher unbekannte Filme, aber hat auch eine Folge von The Mandalorian gedreht. Und in Hauptrollen haben wir die Daisy Edgar Jones als Kate Cooper. Die hat mitgespielt bei Der Gesang der Flusskrebse, ist 1998 geboren, also vor oder nach dem Original Twister. Ja. Und dann der Glenn Powell ist der Taylor Owens, hat mitgespielt bei Expendables 3, aber natürlich vor allem an Bekanntheit oder Ruhm erreicht hat, auf jeden Fall bei Top Gun Maverick, denn da hat er auch den ja, eher provokanten Mitpiloten gespielt, der eigentlich auch mir sehr sympathisch war. Denn Anthony Ramos ist der Javi, hat mitgespielt bei A Star Is Born, Godzilla 2, King of Monsters und auch bei Transformers Aufstieg der Bestien. Und noch der Brandon Perra ist der Boone. Und ja, da dachte ich mir, ist das der junge Johnny Depp mit seinem roten Stirnband. Er hat auch den Film Nope mitgemacht, den ich aber noch nicht gesehen habe. Ja, um was geht es nun bei Twisters? Keine Sorge, ich werde es nicht groß spoilern. Ja, die ehemalige Sturmjägerin Kate kehrt widerwillig ins Feld zurück, um an der Erprobung eines revolutionären Ortungssystems mitzuwirken. Vor Ort trifft sie auf den rücksichtslosen Sturmjäger und Social Media Star Taylor. So wie schon mal dazu, mehr habe ich nicht zu viel verraten. Und ja, seid gespannt. Kommen wir erst ein bisschen mit diesem Film, gibt es auch noch. Zwar nicht sehr viel, einfach so, der Film kam ja erst raus. Der Film ist, wie gesagt, 28 Jahre alt, die Fortsetzung zu dem Film Twister. Und das Budget von diesem Film liegt bei 200 Millionen US-Dollar. Die Story wurde erzählt von Joseph Kosinski. Und Joseph Kosinski sagt euch sicher was, nämlich er hat ja auch Top Gun Maverick gemacht. Auch da muss man zugeben, Top Gun Maverick ist auch keine Glanzleistung an einer ja, extrem interessanten Story, aber auch dieser Film unterhält auch dermaßen gut. Ja, Dreharbeiten fanden dann 2023 statt, und zwar in Oklahoma City, in Chickasha und auch in El Reno und auch an weiteren Orten noch von Oklahoma.
Und wegen dem Streik von Autoren und auch von Schauspielern wurde im Juli die Dreharbeiten mal ganz kurz unterbrochen. Der Film läuft seit dem 17.07. in den deutschen Kinos. Und ja, soviel schon mal dazu, zu den wissenswerten Informationen über diesen Film. Und jetzt kommen wir noch zu meiner persönlichen Meinung von Twisters. Wie gesagt, ich bin ja komplett ohne irgendwie große Erwartungen an diesen Film rangegangen. Und am Anfang dachte ich, am Anfang ging das schon mal recht hart zur Sache mit einigen übertriebenen Szenen. Dachte mir, wenn das so weitergeht, herzlichen Glückwunsch, 123 Minuten in den Wind geschossen. Aber er hat sich dann nach ungefähr 5 bis 10 Minuten gebessert und dann kamen eben auch dann die wichtigsten Charaktere noch dazu. Und das hat mich dann doch in den Bann gezogen. Der Film ist, wie gesagt, von der Story her doch nicht ganz so extrem. Er ist vielleicht recht flach gehalten. Wie gesagt, es sind Sturmjäger, wie auch schon beim ersten Teil, die natürlich auf der Suche nach den evolutionären Tornados sind in Oklahoma. Aber es gibt noch eine weitere kleinere hintere Handlung auch noch dazu. Aber dazu, wie gesagt, habe ich nicht so viel erwähnt. Trotz alledem schafft es dieser Film, trotz dieser flachen Story, einen mitzureißen und wirklich mitzufiebern, was denn allen passieren könnte bei diesen Jagend auf diese Tornados. Und ganz ehrlich, mich hat mich dabei erwischt, mal selbst sowas zu machen. Irgendwie ist es bestimmt saucool, diesen Tornados hinterher zu jagen. Also das hat dieser Film bei mir schon mal erzeugt, da mitzufiebern und auch mitzumachen. Ich will das einfach auch mal erleben, dachte ich mir so. Ist bestimmt schon dermaßen geil, aber wahrscheinlich auch ziemlich beeindruckend und vor allem auch beängstigend. An vielen Stellen, wie auch schon Teil 1, ist dieser Film auch extremst übertrieben. Vor allem dann zum Schluss hin wird er echt extrem kriminell mit flammenden Tornados. Aber gut, wie gesagt, der Film soll unterhalten und es ist jetzt eben kein Film mit viel Logik, sondern eher mit viel Logiklöchern. Aber damit kann ich auch drüber stehen. Er ist auf jeden Fall unterhaltsam und das war für mich auch das Wichtigste. Es gibt auch wirklich kleine Verweise auch zum ersten Teil, aber das Gute daran ist, man muss den ersten Teil nicht gesehen haben. Es ist eine indirekte Fortsetzung von Teil 1. Man hat hier wirklich kleine Verweise auch mit ein paar Dialogen bekommen und auch ein paar, wenn man den Film angesehen hat, die Dorothee zum Beispiel hier, wird mal ganz kurz erwähnt. Also wirklich nur ganz kleine Verweise zum ersten Teil, aber ansonsten sind es wirklich zwei komplett unterschiedliche Filme und man muss auch den ersten Teil eben nicht gesehen haben. Kommen wir mal zu den Charakteren und da muss ich wirklich sagen, die beiden haben mich wirklich bei Laune gehalten, nämlich der Glenn Powell und auch die Daisy Edgar Jones. Diese beiden haben ihre Rollen so überragend gut gespielt. Kate, als Darstellerin, die Kate, Darstellerin, sau gut. Also von Anfang bis Ende hat die mich echt überzeugt. Und dann kam noch Glenn Powell als Taylor dazu. Und man merkt einfach, er hat so viel Freude bei diesem Film gehabt zu spielen. Und das sieht man auch, von den Dialogen her, von der Gestik her, du hast einfach wirklich das Gefühl gehabt, die hatten so viel Spaß bei den Dreharbeiten und das wirkte sie auch bei mir beim Sehen mit an. Und die haben wirklich auch das rumgerissen. Es gibt auch einige emotionale Momente mit dabei, vor allem dann zum Schluss hin. Und auch einige amüsante Dialoge, wo man auch mal drüber lachen kann. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Dialog mit den beiden und die haben sich wirklich immer hochgeschaukelt und es gibt auch einige kleine Lacher. Nichts Übertriebenes, also wirklich komplett auf dem Boden geblieben, keine irgendwie überspitzten Dialoge, wo extrem lustig sein sollen. Nein, wir haben hier wirklich, wirklich sehr gute Dialoge, manche auch eben flach, okay, aber damit kann ich auch drüber stehen. Und dann kommen wir noch zu den Effekten, Kulissen und zur Kameraführung. Er ist natürlich schon mal sehr schön, dass es auch wirklich schöne Landschaftsaufnahmen auch von Oklahoma gab. Die fand ich wirklich schon mal sehr schön gemacht. Und natürlich auch die Tornados sehen auch extrem gut aus und wirken auch sehr realistisch. Und an manchen Stellen denkt man wirklich, man ist da mittendrin in diesem Tornado. Sind sie auch. Und das ist ja wirklich extrem gut inszeniert worden. Wie gesagt, Teil 1 ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Man merkt auch da diese Effekte schon ein wenig an, dass die nicht mehr ganz so up-to-date sind. Dafür macht diesen Charme eben auch aus. Aber natürlich hier bei diesem Film sind natürlich die Effekte hier wirklich überragend. Und an manchen Stellen, wow, ich bin jetzt hier mittendrin. Und schade, dass dieser Film nicht in 4DX rauskommt, denn dieser Film hätte in 4DX wirklich mega gut gewirkt. Aber leider anscheinend kommt er wohl nicht raus. Aber natürlich auch hier wirkt der Film auch manchmal überladen. An manchen Stellen, vor allem zum Schluss, wird er extrem überladen mit flammenden
Tornados, das hätten sie sich auch ganz sparen können, aber auch wirklich nur ganz kurz. Die Kameraführung ist auch hier sehr gut gemacht, man wirkt auch sehr professionell, vor allem auch, wenn es in einen Tornado reingeht, ja, auch das natürlich auch sehr stark, auch die ganze, ja, Chemie zwischen den ganzen Crews, zwischen den, ja, Tornadojägern wirkt auch sehr gut, nicht ganz so gut wie jetzt bei den anderen Teil, beim anderen Teil, da gibt es noch wesentlich, ja, bekanntere Schauspieler beim ersten Teil, aber auch diese hier können auf jeden Fall überzeugen und machen auf jeden Fall auch extrem viel Spaß. Ja, für wen ist der Film was? Auf jeden Fall, der auch den ersten Teil schon gesehen hat, auf jeden Fall mal angucken. Katastrophenfilm ist jetzt eben mit einer flachen Story, das muss ich mir klipp und klar sagen, ist natürlich auch kein Top Gun Maverick, der natürlich nicht so überzeugen kann mit diesen mit den Flugzeugen, aber irgendwie hat dieser Film trotz allem durch die Darsteller mich extrem gut unterhalten und mich auch in den Bann gezogen, so wie auch mit den wunderbaren Effekten, die du denkst, du bist wirklich mittendrin schon dabei und es ist wirklich schon sehr cool inszeniert worden. Ja, der Film bekommt von mir jetzt 7,5 von 10 Punkten, nicht ganz so gut wie der Original, aber natürlich ist auch da der Nostalgie-Moment mit dabei, gebe ich zu. Aber trotz all dem, die Darsteller von damals waren ein bisschen cooler noch, mit ein paar cooleren Sprüchen noch, aber auch diese hier machen diese Sache extrem gut und geht einfach mal ins Kino. Denke mal, auf der großen Leinwand wirkt dieser Film extrem gut, anstatt nur zu Hause im Heimkino. Ja, wie gesagt, 7,5 von 10 Punkten bekommt von mir Twisters. Auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Film, macht wirklich Spaß und eben auch den beiden Hauptdarstellern zuzuhören, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr unterhaltsam. Das war's von mir. Was sagt ihr denn zum neuen Twisters? Gerne einen Kommentar reinschreiben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich hoffe, ich habe morgen noch meine Stimme noch. Mal sehen, was passiert. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Bleibt schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.